Ja, natürlich, die Anzahl von Winzerinnen nimmt drastisch zu. Ne? Ja, es ist so. Es ist bedenklich, es ist hoch. Ja. Es ist gefährlich, sage ich. Man kommt nicht mehr drum. In dem Moment für das Projekt jetzt so ein neues, altes Weinbergsfleckchen in einer fantastischen Lage, in dem Setting zu bekommen, ist, das kann man nicht planen, es geht nicht. Der kommt dann einfach so. Ja klar, ich habe da schon so ein bisschen die Vorstellung von dem Wein, den ich da erzeugen will. Aber auch das, das habe ich nur im Kopf, ob das wirklich dann hinterher so funktioniert. Keine Ahnung. Für mich absolutes Neuland. Ich wage mich da an ein Eigenexperiment, weil es heißt, machen Riesling, machen anders. Und ja, ich spiele schon seit Jahren mit dem Gedanken, wie geht biologisch dynamisch und komme ich mit dem Kopf damit klar und finde ich das überhaupt gut oder ist das Hokuspokus? Der Weinberg, der kriegt mich nicht klein. Ich krieg den Weinberg klein, aber nicht andersrum. Alle wollen von Herzen, dass das gut wird. Und das merkt man. Ja. Die müssen das lieben, was sie da machen. Und wir haben jetzt eine Truppe voller Liebe, die jetzt hier gnadenlos Trauben abschneidet. Zeit darf ja nie eine Ausrede für irgendwas sein. Also keine Zeit. Keine Zeit darf keine Ausrede sein für was Gutes.